Welcome back hier beim Kramer-Fan. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Ich hatte in der letzten Folge diesen Spritzauftrag angenommen. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, ob es tatsächlich Giftspritze war. Ich gehe mal davon aus. Jo, also ich muss das Feld 24 mit Unkraut besprühen, mit Unkrautvernichtungsmittel besprühen. Das Feld 24 ist hier oben das Kleine da. Das wäre natürlich auch so eine Kaufoption für mich. Haben wir in der letzten Folge gesehen. Aber da ist für mich ein bisschen viel Wald dabei. Also müsste ich dann doch ins Holzgeschäft gehen, was ich finde, was nicht so zeigenswert ist. Klar, wenn man mit so einem großen Holzrückegerät rumfährt und mit diesen riesen LKWs mit Anhänger und am besten noch Autoload. Klar, dann ist das eventuell eine Sache wert. Aber so groß wollte ich dieses Holzgeschäft eigentlich nicht aufziehen. Ich wollte das so als Winterbeschäftigung ein bisschen nebenbei laufen lassen, um mich dann wieder um Felder zu kümmern im Frühjahr, wenn es wieder losgeht. Ich bin, wie ihr merkt, ich bin immer noch am Rätseln, was ich machen soll, wie es weitergeht. Und eigentlich habe ich mehr Spaß dran an Feldarbeit und Produktionen. Und ich würde sagen, ich kaufe mir doch vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr oder vielleicht nicht sogar. Dieses Jahr im Herbst kann ich eigentlich eh nicht mehr viel machen, außer Umflüge. Das könnte ich natürlich noch. Mit neuen Feldern, die ich mir zulege, die könnte ich natürlich noch umflüge. Um die fürs Frühjahr fertig zu machen. Flügel, Kalke, schon mal eine Düngerstufe drauf hauen. Und dann wären die ready fürs Frühjahr. Das könnte man natürlich auch machen. Würde ich mir ein paar Felder zulegen. Die Produktionen, wie jetzt zum Beispiel Mehl oder Salat oder Brot, das läuft ja alles automatisch im Hintergrund. Da muss ich halt nur ab und zu mal mit dem Frontlader irgendwie vorbeischneiden und mit diesem Tieflader und muss da mal irgendwelche Palette wegräumen und neben hinsetzen. Meine Logistikplatte. Apropos Logistikplatte, ich bin auf der Suche nach einem Modder, der mir eine schöne Logistikhalle bauen würde. Falls hier einer zuguckt, zuschaut, der das kann, gerne einfach mal melden. Ich hätte so eine kleine Idee, ob derjenige das dann umsetzen kann oder nicht. Das sieht man ja dann. Das wäre mal so ein Anliegen von mich an euch, ob es da jemand gibt, der ein bisschen was modden kann, weil ich kann es nicht. Aber das ist auch nur so ein Hirngespinst von mir. Falls aber trotzdem einer da ist, der das machen kann, einfach mal melde. Ich hätte so eine Idee. So, jetzt hätte ich gesagt, ich spritze mal hier das Feld und das Unkraut weg. Damit ich auch mal ein bisschen was zu tun habe. Oh, der Kleine, die Rolle hat sogar GPS. Könnte ich sogar noch GPS anschalten. Natürlich auch schon lange nicht mehr gemacht, nach diese ganzen Tiefschläge, die ich da das letzte Mal erlitten habe. Seitens GPS habe ich natürlich doch auch immer erst die Finger weggelassen davon. Geht aber auch so. So kann man auch spritzen. Das doch schon wieder passen hier. Ich würde sagen, das sieht gut aus, was ich da mache. 38% habe ich schon. Persönlich halte ich ja gar nichts von
Unkrautvernichtungsmittel ausbringe, weil da ist ja dann doch immer irgendein Gift, Pestizide, tralala dabei, was eigentlich unserer Natur mehr schadet, wie es gut ist. Das ist ja eigentlich nur für mehr Masse aufs Feld zu kriegen. Wie ihr in meinen anderen Videos seht, bin ich mit meinem Kumpel da biotechnisch ein bisschen in der Gang. Der hat sich auf Biobauer spezialisiert und dem gehe ich ein bisschen zur Hand, wie ihr das so ab und zu mal seht. Und das ist so eher so meine Sache. Aber wenn man jetzt mal aktuell in die Ukraine blickt, ich weiß, ich bin 2 Wochen vor der Zeit, wird es vielleicht auch wieder Sinn machen, konventionelle Landwirtschaft, die Fläche, die paar, die wir hier in Deutschland haben, konventionell zu nutzen, dass man die Menge, die da einem fehlt, durch russische und ukrainische Produktion, dass man die hier in Deutschland ein bisschen auffangen kann. Also das ist im Moment alles sowieso ein bisschen schwierig. Diese Weltpolitik, da will ich mich aber gar nicht einmischen und gar kein großes Statement dazu abgeben. Aber da haben wir uns die Woche natürlich auch schon mal drüber unterhalten. Durch konventionelle Landwirtschaft bekomme ich schon natürlich viel, viel mehr Weizen, Gerste, Hafer, tralala raus. Bei dem Bio ist es halt natürlich einfach so, dass doch, sagen wir mal, viel weniger Ertrag bei rumkommt, aber natürlich halt viel gesünder ist. Gell? Wo ist jetzt da die Grenze? Wo zieht man da? Was macht man? Was macht man nicht? Aber das muss ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber aktuell ist diese Ukraine-Krise ja doch halt schon sehr das beherrschende Thema im Moment. Nicht nur in der Metri, sondern auch bei mir hier. So, da ist der Auftrag abgeschlossen. Gibt es wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Aber natürlich fahre ich mir erst hier mein Spritzmittel zum Händler zurück, weil das ist hier meins. So, da kommt schon mal keiner. Da sehe ich es noch nicht richtig wie im Spiegel. Jetzt aber. Und dann hätte ich gesagt, lieber Besitzer von Feld 24, vielen Dank, dass du mir deine tolle Geräte ausgeliehen hast. Aber das Spritzmittel gehört mir und das stelle ich mir wieder bei den Händlern auf den Hof. Könnte es natürlich auch bei mir auf den Hof stellen. Aber dann müsste ich jedes Mal mit dieser ausgeliehenen Maschine, Fuhrpark haben, weil ich ja noch nichts habe, erst bei mir auf den Hof und dann aufs Feld fahren. Also, das finde ich gut hoch. Und deswegen stelle ich das wieder bei den Händlern. Ja, sehe ich. Das sind immer noch 3 Päckchen, die ich jetzt da hinstelle. Ich kriege sie auch nicht zusammen auf 2 oder so, weil es über 2000 Liter sind. Da der Feld 30 ist schon zu 60%. Das dauert auch nicht mehr lang und dann gibt es da die Kohle auch. Ach, da steht auch noch ein Rest. Na ja, gut, da klatsche ich den Platz hier voll. Es sei denn, ich krieg den ein bisschen mitgenommen. Nein, natürlich nicht. Also, dann stellen wir mal da einer hin. Halt. Dann stellen wir mal da 2 hin. Dann muss ich das in die Farbe wechseln. Ach, das stimmt. Wir gehen jetzt. Ach! Gehen jetzt 2000 Liter drin. Ach, Andi, hast du wieder nicht überlebt. So, dann lass ich den Jungen hier mit der Spritze hier mal stehen. Schließ den Auftrag mal ab. 1700 Euro ist okay. Zack, weg ist er. Das schöne Gerät. Und dann gehe ich mal schnell gucken, wie weit der Kollege. Hier ist, der fährt noch lange Bahnen. 1400 Euro Lohn Dienstleistungsumsatz war das jetzt gerade. Er hier fährt noch ein bisschen. Da steht der MF rum, salattechnisch. Huch. Das dauert, Salat dauert am längsten.
Der macht ja aus diesem, wie war das? 1 Liter Wasser. Nee, 2 Liter Wasser, ein Salat. 1 Liter Salat. Tomate ist 1 zu 1 und Erdbeeren ist 0,5. Also aus 1 Liter Wasser gibt es 2 Liter Erdbeeren. Also Erdbeeren geht am schnellsten, dann kommen die Tomate und dann kommt der Salat. Ich hatte auf Salat gestellt. Zwecks Winter. Weil ich wahrscheinlich im Winter die Zeit länger laufen lasse. Und ich weiß immer noch nicht, was ich im Winter machen soll. Auf jeden Fall. Das sieht schon mal gut aus, das Gerstefeld. Das hat Ertragsbonus plus 100%, gedüngt 100%. Also hier kriege ich volle Power Gerste raus aus dem Feld. Jetzt renne ich noch mal schnell zu meinem anderen. Jo, einmal überfahren worden von hinten. Aber war cool. Einmal übers Auto gelaufen. Auch nicht schlecht. Habe ich so auf YouTube auch noch nicht gesehen. Was macht denn hier mein Weizenfeld? 100% Ertragsbonus, gedüngt 100%. Das sieht sehr schön aus. Also da habe ich nächstes Jahr auf jeden Fall voller Ertrag. Ah, die Sonne steht schon ganz schön tief, Viertel nach zwei. Dauert nicht mehr lange, dann wird es dunkel. So, jetzt gucke ich mal schnell auf der Karte. Ah, das Feld 34 hier, ohne das lacht mich an. Das ist gekrubbert aktuell. Und hat Unkraut. Das wäre hier nicht ganz so schlimm. Steine liegen da noch drauf. Und dann könnte ich das laut dem Aussaatkalender. Dieses Jahr geht gar nichts mehr mit Aussehen. Im nächsten Jahr, im März, wäre dann der Hafer als erstes dran. Im April der Mais. Ach, im März noch die Sonneblume. Und im April noch die Sojabohne. Oder Kartoffel, Zuckerrübe. Sorghumhirse geht auch erst im April. Sorghumhirse, die kann ich aber dann im August schon ernten. Okay. Und im Februar kann ich aussehen Baumwolle. Baumwollgeschäft, das wäre natürlich vielleicht auch noch was. Baumwolle, Baumwolle. Da gab es doch hier auch die Spinnerei. Ob es hier oben auch einen Schatz zu finden gibt? 60.000. Baumwolle, da bräuchte ich ja wieder. Ich kann euch auch mal die Pakete hier zeigen. Die gibt es natürlich auch. Ich kann mal alles im Paket kaufen. Ein JCB wird vorgeschlagen. Traktor habe ich natürlich. Da bräuchte ich den Baumwollender. 485. Diese Sämaschine. So ein kleiner Hänger. 485.000. So ein Baumwoll. Dingens. Baumwollender. Wenn ich da auf die Preise gucke, Moment, Baumwolle 2,3, da gibt's im März gut Geld und im Februar, und das war's. Aus Baumwolle stelle ich wahrscheinlich Stoff her. Stoff gibt ab März, April, Mai geht's aufwärts bis zu knapp 7.000 Euro im Mai. Kann ich mir schon mal im Hinterkopf behalten. Und aus Stoff kann ich natürlich auch Kleidung herstellen. Wow. Und Kleidung geht hoch bis 18,5. Ebenfalls von März, April, Mai. Im Mai soll der Höchststand erreicht sein. Das wäre natürlich auch noch so eine Option. 60.000 hier für diese. Was ist das? Spinnerei? Werfe ich hier oben meine Baumwollballerin, kriege hier irgendwo Stoffpalette raus und stelle dann eine. Moment. Eine Produktion. Wo ist sie? Da ist die Spinnerei nochmal, die bräuchte ich nicht. Die hätte ich dann hier oben. Aus einer Schneiderei. Die kostet mich, wow, 100.000 Euro. Sieht so aus. Mache ich aus Stoff
Palette würde dann Kleidung hergestellt und die für 18.000 zu verquitscheln. Das wäre natürlich auch noch eine Überlegung wert. Haben wir das mal angeguckt hier? So, der Kollege Grube hat die lange Bahn beendet. Wie viel Prozent hast du, Junge? 79, die 20% war doch gerade noch selbst. Vielen Dank, Herr Kollege, für die Arbeit bis hierhin. Und bei euch sage ich auch vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.